Hast du eine Vorstellung davon, wer deine Videos schaut, was du für ein Publikum hast? Hauptsächlich Amerika. Teilweise ist es aber auch die Schweiz und Deutschland. Und Alter? So in deinem Alter? Oder, es geht eigentlich mehr 18 bis 35 und das rum. Und ist das das Publikum, das du willst? Oder stellst du dir etwas anderes vor? Ja, die Altersgruppe und wo die Leute herkommen, ist mir eigentlich ziemlich gleich, solange es einfach das Interesse für Technologie da ist. Meine Regel ist so ein bisschen, ja, ist das gerade aktuell? Mhm. Und die andere Regel wäre dann, ja, hat das schon jemand gemacht? Mhm. Weil wenn es noch niemand gemacht hat, ist es egal, wie schlecht das Video ist, es wird trotzdem geschaut. Mhm. Das wäre so ein erstes Alleinstellungsmerkmal, oder die Geräte besprechen, wo sonst niemand besprochen hat. Gezielt Sachen machen, die die anderen nicht machen, kann eine inhaltliche Ausrichtung sein. Aber dann könntest du auch das Problem bekommen, dass du dann über Sachen redest, die einfach, ja, wo vielleicht halt wirklich auch Minderheitenmeinungen sind, weil es vielleicht Geräte sind, die einfach auch niemand interessiert. Wenn du die Kamera reinredest, wie machst du das im Moment? Im Moment lese ich ab, etwas, was hinter der Kamera ist, oder lehrst du es auswendig? Wichtige Sachen habe ich aufgelistet und lese dann von denen ab. Praktisch. Also ich tue es schon sagen, aber es sind nur Stichwörter. Es wirkt jetzt noch recht so unnahbar. Du bist jetzt noch sehr so reserviert und gerade und es wirkt abgelesen. Das wäre etwas, was du noch arbeiten könntest, daran, dass es noch persönlicher wirkt, dass man dich so als Person noch ein bisschen mehr spürt. Ja, das ist eigentlich so ziemlich das, bei dem ich bisher am meisten Mühe hatte. Vor allem, weil je nachdem mit den Gesten, die ich mache, haben gewisse Leute das Gefühl, es ist ein bisschen zu aggressiv sozusagen. Dann das Gefühl, ich fuchtle wie ein bisschen. Da würde ich glaube eher so ein bisschen weg davon, gezielt zu überlegen, was mache ich wann oder so. Sondern eher versuchen, mit einer Person zu reden. Hast du mal überlegt, so wie es jetzt auf mich wirkt, du machst alles allein, oder? Mhm. Also es steht nicht noch jemand hinter einer Kamera. Nein, das bin einfach ich im Zimmer. Ja. Darum, das wäre vielleicht noch ein Trick, den du könntest machen, ab und zu mal jemanden hinter die Kamera zu setzen, den du ansprechen kannst. Das Fernziel ist, dass mal so die Hersteller, Asus und Samsung und so, mit dir zusammenarbeiten. Siehst du dort ein Problem, auch dass du dann halt nahe bei dieser Firma bist? Ja, also beeinflussen lassen von der Firma würde ich mir sicher nicht. Also der Plan ist überhaupt nicht, dass ich ja eine Anfrage bekomme, ja, schau mal da, 8000 Franken PC, dafür sei er ist toll. Mhm. Also so etwas möchte ich natürlich nicht haben. Wie willst du das sicherstellen? Ja, wenn sie sagen, ja, du musst sagen, es ist gut, dann sage ich ihnen, suchen sie sich einen anderen Reviewer. Mhm.